Janine Lellwitz, Sie sind Freizeitboxerin, Sie sind Trainerin und Leiterin der Initiative Prävention gegen sexuelle Gewalt im Sport. Wie sind Sie eigentlich persönlich zum Boxen gekommen? Das ist eine schöne Frage, die ich auch gerne beantworte. Eigentlich spontan, vor circa 5 Jahren, durch meinen damaligen Lebenspartner, der mich einfach mal packte und mitgenommen hatte und sagte, Mensch, ich mache jetzt hier das Boxen, das macht mir Spaß, wird dir auch gefallen. Komm, wir kaufen ein paar Sportklamotten und ab geht's. So einfach war das? So einfach war das. Ich hatte Vorbehalte, habe immer gesagt, ich als Frau bei den ganzen Männern, ich glaube, die lachen mich aus. Aber diese Vorbehalte waren umsonst. Also das stimmt nicht. Ich habe den Boxsport dann anders kennengelernt. Waren Sie denn damals die einzige Frau? Eine von wenigen. Eine von wenigen. Wen trainieren Sie eigentlich so? Also in dem Verein, der jetzt hier nebenan auch ist, Telekom Sportverein, trainieren wir vor allen Dingen Jugendliche und Erwachsene, Frauen und Männer. Und wie funktioniert der heutige Amateurboxsport mit weiblichen Boxern? Man merkt, dass die weiblichen Boxer noch einiges sich erkämpfen müssen in dem Sport, dass wir oftmals von den Zuschauern hören, Mensch, Frauen boxen auch. Aber wir merken auch einen Wachstum und müssen jetzt dafür kämpfen natürlich, dass wir als Frauen auch zum Beispiel getrennte Umkleiden haben oder auch, dass Rücksicht genommen wird beim Wiegen oder bei den Arztuntersuchungen, dass Männer dort entweder keinen Zutritt haben oder eine Frau anwesend ist. Und das ist bis jetzt noch nicht der Fall? Es ist noch nicht zu 100% umgesetzt. Da arbeitet vor allem auch der Deutsche Boxverband sehr stark dran und versucht auch die Verbände mit abzuholen, das zu ändern. Wie ist denn das Verhältnis zu Trainer und Sportlerin? Gibt es auch männliche Trainer? Es gibt überwiegend männliche Trainer. Es wird dafür Werbung gemacht, dass mehr Frauen sich trauen, auch eine Lizenzausbildung zu machen. Es ist teilweise ein Trainer wie ein Vater für die Sportlerin. Es wird aber auch gerne mal, wie soll ich es am besten ausdrücken, verwechselt vielleicht, dass einige anders aufgewachsen sind und vielleicht mit Umarmung oder Ähnlichem nicht so gut umgehen können. Aber das Verhältnis ist immer sehr eng. Wie ist denn die Akzeptanz und der Umgang mit Mädchen und Frauen im eigentlich männerdominierten Boxsport? Also es ist erstaunlich, wie sehr wir Frauen vor allen Dingen oder auch Mädchen akzeptiert werden in dem Boxsport von den männlichen Kollegen, so nenne ich es mal. Man wird eigentlich nicht als Frau unterschieden, also das heißt auch bei Partnerübungen ist es nicht so, dass man sagt, ich möchte nicht mit dem Mädchen machen oder mit der Frau, sondern wir werden da in dem Bereich schon sehr stark akzeptiert als Sportskollegin und dementsprechend auch mit eingebunden. Und wie heißt Ihre Initiative? Unsere Initiative hat einen, ich sag mal, Namen, der erstmal zurückschreckt. Das ist nämlich Prävention gegen sexuelle Gewalt. Und wir haben das Ganze in ein Konzept gepackt mit der Überschrift Mädchen, Frauen, Sparringstreffen. Wann und wie begann das Ganze? Das begann im vergangenen Jahr 2018. Es gab nämlich einen Vorfall im Boxsport, der nochmal neu aufgerollt wurde. Und dadurch hat unser Verband, der Amateurboxverband Schleswig-Holstein, entschieden, wir brauchen eine Frauenbeauftragte. Einmal für die Erwachsenen und eine Frauenbeauftragte für die Jugend. Das ist die Bentje Andresen, die mit mir zusammen dieses Projekt begleitet. Und wir haben begonnen einfach nur mit einem Sparringstreffen, um unsere Boxerin kennenzulernen. Also es war eine Initialzündung durch einen Vorfall. Ist denn seitdem noch etwas weiteres vorgekommen? Also bisher ist uns zum Glück nichts bekannt, also nichts in Schleswig-Holstein. Wir merken aber, dass unsere Aktion sehr positiv angenommen wird. Wir haben es bisher immer nur einmal im Quartal gemacht und haben 2019 beschlossen, das jetzt möglichst alle 2 Monate zu machen. Das nächste Treffen ist auch hier in Lübeck am 16. Juni. Ist denn dieses Projekt privat geführt oder steckt der Verband dahinter? Es ist zum einen von uns ehrenamtlich geführt, das heißt Bentje Andresen und meine Person, wir machen das als Ehrenamtler und wurde durch den Verband mit initiiert und wird durch die Vereine, Boxvereine in Schleswig-Holstein mit unterstützt. Das heißt, die sind für die Treffen Gastgeber
und sorgen auch für Verpflegung und ja, dass wir dann auch unsere Arbeit dort umsetzen können und helfen und unterstützen uns auch dabei. Gibt es eigentlich beim Boxen eine Altersbegrenzung? Es gibt keine richtige Altersbegrenzung, möchte ich jetzt behaupten. Also es ist klar, dass man bis zu seinem 30. Lebensjahr einen Amateurboxkampf gemacht haben muss, wenn man die Meisterschaft mitmachen möchte. Die Meisterschaften darf man Turniere bis zum 36. Lebensjahr ausführen. Es gibt aber dann die Regelung, natürlich, wenn man das 30. Lebensjahr überschritten hat, das nennt sich dann Breitensport, da kann man den Boxsport noch bis zum 60. Lebensjahr ausüben. Und ich kenne auch sehr viele Boxerinnen mit Mitte 40, die aktiv dabei sind. Und es gibt auch, ich muss jetzt lügen, ich glaube im Oktober, November, den Master Cup. Das ist der erste Cup auch für Breitensportler. Und das gilt jeweils für beide Geschlechter? Das gilt für beide Geschlechter. Haben Sie denn auch schon Fälle gehabt mit dem dritten Geschlecht? Ich persönlich nicht, weil ich denke, das ist im Sport noch eine gewisse Grenze, darüber zu sprechen. Für mich sind einfach die Namen relevant, die Vornamen und dass man zusammen Sport macht. Ist denn das Ganze für die Mitmacherinnen oder Mitmacher auch mit Kosten verbunden? Zum Glück nicht. Die einzigen Kosten sind natürlich die Anreisekosten, aber da finden sich oft die Fahrgemeinschaften so, dass die Vereine, die anreisen, sich zusammentun und das dann gemeinsam tragen. Inwiefern kann das im Boxverein Gelernte auch im täglichen Leben Anwendung finden? Oh, das habe ich sogar persönlich gemerkt. Ich arbeite im Vertrieb, im internationalen Vertrieb und muss natürlich sehr selbstbewusst sein und auch sprechen können. Deswegen bin ich auch hier. Und ich habe gemerkt, dass ich zum einen sehr selbstbewusst geworden bin und auch mal Nein sagen kann. Ich gehe nach vorne, ich kann reden, ich kann frei sprechen. Ich merke aber auch, dass ich respektvoller und viel mit Disziplin an die Sachen auch rangehe oder auch mit anderen Menschen umgehe. Und ich denke einfach, der Boxsport zeigt einem, dass man als Team zusammen stark sein kann, aber auch selber eine gewisse Grenze überschreiten kann. Sie sind ja circa einen halben Kopf kleiner als ich. Mal angenommen, ich würde Ihnen jetzt an die Wäsche wollen. Würden Sie mir dann Stefan Rath-mäßig die Fresse polieren können? Ich glaube nicht. Also man denkt immer gleich, dass die Kampfsportler vielleicht aggressiv sind oder auch reagieren. Aber das ist sehr schwierig zu beurteilen, weil es kann auch immer ein Überraschungseffekt sein. Ich selbst glaube nicht, dass ich nur, weil ich den Kampfsport betreibe, auch Wettkämpfe mache, dass ich jetzt stärker bin. Sondern eher, dass ich es mal aus dem Reflex nutze. Es kann passieren, dass die Nase ein wenig zu Schaden kommt, aber dann muss man mir schon sehr auf die Pelle rücken. Ich denke, dass das selbstbewusste Auftreten auch eine große Rolle spielt, oder? Ich denke auch. Also vielleicht ist einfach das Verhalten, dass man selber etwas stärker dem anderen entgegnet und damit auch eine Körpersprache signalisiert, schon abschreckend genug. Falls jemand betroffen ist oder jemand Interesse hat, auch beim Boxen mitzumachen, wie kann man mit Ihnen in Kontakt treten? Ja, also ich bin doch in den sozialen Medien auffindbar, aber auch über unsere Verbandswebseite oder die Telekom-Website. Da kann man meine Kontaktdaten finden unter dem Namen Janine Lelwitz oder auch als Frauenbeauftragte für den SHABV. Telefon auch? Telefon, E-Mail-Adresse, es ist alles möglich. Oder persönlich gerne im Verein. Das war ein Gespräch mit Janine Lelwitz, Trainerin, Freizeitboxerin und Leiterin der Initiative Prävention gegen sexuelle Gewalt im Sport.